Ich hatte eigentlich mein auf Veränderungen der Welt ausgerichtetes Ziel für Europa definiert. Und ich hatte den amerikanischen Markt auch schon abgegrast. Ich rede nicht über Geld, ich rede über Experimente mit Firmen zu machen. Sie sind ja auch Volkswirt von Ihrer Ausbildung her. Wie war denn die Zusammenarbeit zwischen Sozialwissenschaftlern und Wirtschaftswissenschaftlern? Da hatte das WZB eine Macke. Die Wirtschaftswissenschaften waren aus der Geschichte des WZB heraus ein sehr in sich abgeschlossener Teil. Genau wie die Wirtschaftswissenschaften sonst auch wenig mit den Sozialwissenschaften zu tun haben, über das Handeln und Denken Einzelner hinaus. Und hat sich das über die Jahre hat sich da mehr ergeben an Brücken und an Dialog? Ja, aber es ist immer noch nicht so, wie es eigentlich hätte sein sollen. Sie haben sich ja auch immer wieder mit Innovation und mit Kreativität beschäftigt. Wo bleibt denn der Impuls für Neues, wenn erstmal eine Einrichtung so etabliert ist nach Jahrzehnten? Indem Verrückte gesucht werden, die dazukommen. Aber wie sucht man denn Verrückte? Das ist ja gar nicht so einfach. Also man schreibt ja nicht eine Das, Ausschreibung. wenn man sich mit Wissen beschäftigt, ist es ganz simpel zu sagen, das gehört ins Tacit Knowledge rein. Also die Kombination von Intuition und Erfahrungswissen, die ist wichtig dafür, sowas zu machen. Toleranz gehört auch dazu. Und locker lassen. Menschen Chancen geben, Sachen zu machen, die sie gerne machen und für die sie sich gerne stark machen. Das muss auch in der Organisationskultur verankert sein. Nun war ja Ihre Präsidialzeit eine Zeit, wo das WZB lange nicht so etabliert war wie heute und wo es offensichtlich ja auch richtiggehende Existenzkrisen, mindestens eine, gab. Also wie hat sich das denn dargestellt, die Bedrohung? Die gehört zum Leben. Nicht jeder hat immer nur Freunde. Und es war wichtig, Unterstützung zusammenzutrommeln. Es hat Ihnen auch Freude gemacht zu kämpfen oder war das eher mühsam? Ne, ich prügel mich nicht gern. Es hat mir keine Freude gemacht. Was Freude macht, ist erfolgreich zu sein. Was Freude macht, ist auch diejenigen, die anderer Meinung sind als diejenigen, die das WZB umfunktionieren wollten, zu stützen. Wie waren denn die Arbeitsbedingungen in diesem jungen WZB-Institut? Gut. Ich meine, sie waren paradiesisch für mich, weil ich sie geschaffen habe. Und dann habe ich sie so geschneidert, dass ich mich selbst auch drin wohlfühle. Und als es dann gebaut wurde hier, sind Sie dann auch als Präsident öfter hier in Gummistiefeln rumgelaufen und haben den Baufortschritt sich angeschaut? Ich bin auch mit der Baubeauftragten, die wir hatten, hier hingezogen mit einem Kasten Bier. Die hat die getragen auf der einen Seite und ich habe den auf der anderen Seite getragen und habe mit den Bauarbeitern Fortschritte gefeiert. Gibt es eine Lieblingsstelle hier im Gebäude für Sie? Ich finde, das oberste Stockwerk des Bibliothekturms ist ein schöner Platz, um zu sein, um einfach so richtig über die Stadt zu gucken. Damals konnte man, weil da vorne noch die Mauer war, konnte man bis in den anderen Teil Berlins reingucken von dort.